Oder sind da drei? Ja, Symbole siehst du aber erst, wenn du in der Pfütze warst. Jetzt siehst du an der Tür die drei Symbole drauf. Genau, das ist Schlange, Vogel, Drache. Drache, genau. Vogel, Drache. Süßer gefallen. Ein liebender Tessin auf jeden Fall. Ich komme gleich nach. Schon mal der Drache. Ja, bloß in welcher Reihenfolge? Von oben nach unten. Von oben nach unten? Okay. Mhm. Da ist die Schlange da hinten. Die Schlange. Ja, also. Oh, genau, das ist der Durchgang da hinten. Wie war das? Lange? Lange, Vogel und dann das andere. Wow. Wieso war der immun? Ich war noch nicht 40. Wer eine Finisher gerade? Achso. Bin ich. Nicht Sorry, ich bin schon draußen, ne? Ich hab keinen Buff, ich muss raus. Ja, du musst eh raus, also wir haben ja den getötet. Ja, den haben wir getötet. Die Wichser, die treffen aber auch jedes Mal. Wieder gefallen. Ja, genau. So, da ist noch ein Vogel machen, der. Genau, die ist weiter. Der Vogel ist hier komisch eingesperrt. Oh, ich hab hier einen Klapp nicht gehört. Ja, du brauchst einen Bach. Ich bin durchgelaufen! Hä? Du brauchst beide Waffen. Du brauchst nicht nur den blauen, sondern den roten da hinten auch. Du musst hier oben erstmal den roten, dann den blauen. Wie heißt dein Buff, wenn du hier drin standest? Wie heißt dein Buff jetzt? Eine Mutter. Wieder gefallen. Ja, der reicht nicht. Ach, hier ist noch ein Buff. Den roten, der. Ah, cool. Ich warte mal kurz. Roten habe ich nämlich gar nicht gesehen. Wie lange ist euer Feind? Der meint, ich bin jetzt. Okay. Achso. Jetzt komm. So. Jetzt ist auch egal, in welcher Pfütze du läufst, damit machst du den Timer wieder und verlängerst auf den Pfütze. Wieder gefallen. Oha. Wie hinterhältig, Vorsicht, hier ist ein Sniper. Liegt. Geholt.
Güter gefallen. Ich wollte gerade meinen Brunnen stellen. Güter gefallen. Ja, da ist noch ein einer, der ihn noch schützt mit der Double. Oh, ich wollte gerade finishen. Oh nein. Meine Fresse. Ich bin am Baum fest. Ja, ich weiß, was du meinst, ist mit der Festhängen. Aber der lebt noch da drin, ne? Also, Vogel lebt noch. Ja, ja. So, ja, scheint so. Du hast einen Haufen nachgespawnt. Der sollte nicht mehr so viel haben, oder? Ja, nein, ich wollte ihn gerade finishen. So, jetzt. Güter gefallen. Ja, super. Jetzt musst du Leben draus schaffen. Genau. Das ist kein Ding. Jetzt müssen wir hier den Buff holen. Rote und dann direkt rüber. Ja, waren wir doch schon. Hier waren wir ja schon, ja genau. Nee, nee, jetzt der in der Mitte. In der Mitte ist der Fahrer, die haben wir die ganze Zeit gegeben. Güter gefallen. Na. Nee, oder? Überlebt, genau. Wir haben hier zu viele Gegner. Na gut, wenn ich stehen bleibe, dann. Ganz so. Das ist ja kein Problem. Ich habe auch keine Mine. Alter, die mit ihrem blöden Dauerfeuer dann auch noch. Ey, das geht doch auf den Sack. Dann noch diese Masse. Also es ist dann wie bei Call of Duty. Masse, Masse, Masse. Nicht wirklich Krebs, sondern Masse. Ja, ist ja doch legendär, ne? Ja, gut. Ich glaube, wir könnten auf eine Seite uns fokussieren, ne? Und dann, ja, Boss Damage. Das ist egal, welche. Naja, egal. Die schon die ganze Zeit rechts, da gehen wir nach rechts und fertig. Genau.
Ne, keine Seite hat einen Vorteil. Ja, ne, es geht darum, dass wir uns dieser Geist auf die Seite ist durch Ahamkara Bioenergetik geschützt. Kombiniere die parakausalen Energien und es kommt dann auch noch zur Sprengerhaube. Und wie gesagt, immer auf den Dach links gucken und der Aussicht zu gucken. Das finde ich spannend. So, noch 19 Sekunden. Und da vorne wieder eine Pizze, die kann man sich quasi wiederholen. Wo? Ach, hier vor uns, wo jetzt die neue Höhle wieder ist. Nochmal zurück im Startraum. Ach, da kann man auch rein, ja? Okay. Hab ich jetzt nicht. Ja, der Alter. Leben ohne Ende hat, ne? Mhm. Wer finishen will. Perfekt. Oh, jetzt habe ich Waff vergessen. Güter gefallen. Das hat mich gefehlt. Güter gefallen. Der Buff hier. Ich denke an deinen Buff, ne? Ja. Komm in den Startraum. Okay. Ich hab die neue geholt. Ja, alles gut. Ja, bleib da. Ich komm jetzt rein. Also, der dürfte wenigstens nicht hier reinschießen, der Penner. Oder ein Haufen Schilde und so. Mhm. Wo ist der Punkt? Ach da. Reicht der Punkt? Mhm. Zum Glück hat er noch einen. Ja, mehr Kugeln bitte. Der ist in uns. Ja. Wieder gefallen. Bleibt im Leben, achtet auf meinen Bass. Komm in die Szene. Ja, genau, der schießt der volle Kanne hier rein. Ja, eben drum. Den ist auch noch. Also mich holen könnt ihr das vergessen.
gefallen. Die ganzen Ätzen Schäden. Mach nur alle bis auf eine HP weg. Mal schauen, ob das genauso ist wie bei den einen Raidern. Also Sutter, das kann sein, dass er dann nicht mehr nachspawnt, gell? Ja. Denn nicht nachspawnt. Buff. Denkt an den Buff. Jo. Man macht diese kleinen Viecher weg, die Schilden in. Spawn hier nach. So? Ja. Ich will hier nach. Mhm. Ein Versuch wert. Oh, gut. Wie geht das hier denn? So, wie viel hat er noch? Komm, ich hab hier. Komm, ich hab Dings. Well. Kommt das jetzt hier? Nicht gefallen. Ich wollte glatt eine Rakete abschießen. Aber leider haben wir den Buff nicht. Beziehungsweise der wird wieder mit denen da. Gefallen. Okay. Aber ihr habt ihn gleich, ne? Und ich bin ja hier wegen Warten. Ich hab zu viel. Jawohl. Das war Harakiri-Mission. Wir haben es geschafft. Ja. Auch. Oh, und jetzt kriege ich Munition für Heavy. Ich hatte Schwein gehabt, allein. Bei mir lag eben auch gerade Heavy in der Mitte. Ja, jetzt dadurch spalt. Und Gratulation. Ebenso. Die Stimmen verlangen, mich als Medium zu nutzen. Zweimal Rap, oder? Das ist Terranis. Wer? Lass ihn sprechen. Bitte. Ich probiere alles immer Super. Zweimal. Lass hören. Ja, ab, wer auch immer du bist. Dings, ne? Wie Story... Wie Story-affin bist du, Radio? Riven. Wie sehr du mir gefehlt hast. Wenn ich jetzt mit Riven jetzt würde ich das gerne. Terranis. Weil da kommt jetzt was hast du getan? Sequenz, gell? Ja. Wenn du jetzt gleich dann dingst, dann kommt ein Sequenz. Deinen Wunsch. Töricht danach. Wenn wir hier gleich nach Helm fliegen, dann kommt direkt Sequenz. Jawohl. Von der Armschwache. Ich habe den Timer abgewartet, deswegen. Mhm. Ich kann ruhen. Und? Weil viel Spaß. Ich war nicht immer eine Gefangene in der träumenden Stadt. Die Ahamkara konnten einst frei durch ihre Hallen streifen. Dort traf ich Terranis. Und Terranis war der Einzige, der die Wünschenden wertschätzte. Jene, die mit ihm verhandelt haben, waren in Sicherheit. Der Preis war sicher hoch. Seine Beherrschung war charmant. Und meine Kunst
meine träumenden Hallen, mein Tanz mit der Königin, bewegten Terranis. Gemeinsam wurden wir zu Ebbe und Flut. Durch ihn sah ich eine Welt ohne den endlosen Zyklus des Handelns und Fressens. Frieden. Terranis zeigte mir sein Versteck. Einen unauffindbaren Ort. In der Ontologie des Schwarzen Gartens. Meine Freude daran, Verlangen in Leid zu verwandeln, verblasste für einen kurzen Moment. Wir schufen Nachfolger, schufen Geheimnisse. Dann kam eure große Jagd auf die Ahamkara. Die Königin stahl meine Freiheit, getan als Schutz. Terranis und ich wurden für immer getrennt. Doch durch die Zwischenräume konnten wir einander noch zuflüstern. Zumindest bis ein König kam, der mir einen unwiderstehlichen Handel vorschlug. Ich wurde zum König und Drachen. Ich sprach mit seiner Stimme. Und Terranis wusste es. Also tat er, was für uns verboten ist. Er erfüllte seinen eigenen Wunsch. Zum Preis seiner Existenz. Den Wunsch, die Eier von jeglicher Gefahr fernzuhalten, bis jemand sie beschützen könnte. Jemand wie du. Seine Wunsch war.